Ja, hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Vlog und das dann einfach so mal ohne Anlass. Also ich bin ja sonst immer so beim Vloggen, dass ich irgendwo hinfliege oder irgendwas Besonderes ist, Gamescom, Chatham oder keine Ahnung. Und diesmal einfach so, weil ich einfach mal wieder ein bisschen so labern will und ich will auch so ein bisschen nicht nur noch Let's Play machen. Let's Play ist natürlich, bleibt ganz klar, ohne Let's Play gäbe es den Kanal nicht. Aber ich will auch so einmal vielleicht in der Woche, das ist so irgendwo der Plan, so mal wieder so ein bisschen zwischenmenschlich sein. Hat den Hintergrund? Hat es einen Hintergrund? Hat gar keinen Hintergrund. Ne, also Hintergrund glaube ich hat es so keinen, sondern kommt die Zeit wenig zum Streamen, das ist so ein bisschen, was ich ärgerlich finde, aber es ist einfach ein Zeitthema. Es ist viel Arbeit zurzeit bei mir in der Arbeit, also viel Real Life. Die Homepage macht nach wie vor viel Arbeit. Ich versuche 2 Videos am Tag bei YouTube zu machen, auch das ist Arbeit. Und da leidet einfach zwangsläufig irgendwas drunter und das ist halt derzeit Twitch. Ich versuche auch, dass ich wieder mehr twitchen werde, mehr streamen werde. Allerdings, jetzt gerade ist es einfach zeitmäßig nicht drin. Ich hoffe, ihr seht mir das nach an dieser Stelle. Ja, aber wie gesagt, deswegen hier so ein bisschen mal wieder ein bisschen labern, ein bisschen Bezug finden und... Ja, vielleicht auch mal wieder eine neue Folge Frag den Karamba. Die erste und bisher einzige Folge ist schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, wie lang genau. Bestimmt über... da hatte ich einen gebrochenen Arm. Das weiß ich noch. Das war also praktisch... Ja, muss fast 1,5 Jahre her sein. Also von dem her wäre da sogar mal wieder eine neue Folge Frag den Karamba drin. Ich glaube, das machen wir. Direkt unter dieses Video könnt ihr mal alle Fragen, die ihr an mich habt, ob es... zu einem Spiel bezogen, ob es zu einem Hersteller bezogen, ob es Real-Life bezogen ist, ob es privat ist, ob es geschäftlich ist, keine Ahnung, was weiß ich. Alles, was ihr mich mal jemals schon fragen wolltet und noch nicht getan habt, könnt ihr das mal gerne unter das Video machen. Und im nächsten Vlog werde ich die dann beantworten. Nächsten oder übernächsten, je nachdem, wie schnell die Fragen eintrudeln. Ja, dann machen wir das. Das ist schon mal eine coole Idee. Ansonsten, was ist die Woche passiert? Oder so die letzten paar Tage? Ihr seht, ich habe bei allen Videos mittlerweile neue Thumbnails, die finde ich selber ganz geil. Das ist auch so ein Anliegen gewesen, was ich irgendwo machen wollte, dass ich da einfach so wieder ein bisschen mehr Qualität reinbringe, so ein bisschen spannender. Ich sehe ja sehr selber, wenn ich Videos anschaue, dann gucke ich auch so, boah, wo ist ein geiles Bild, was ist lässig, was gefällt mir, nicht nur so, wie ich es halt bei World of Tanks zum Beispiel oder bei jedem anderen Spiel gemacht habe, so, ja, YouTube, mach du YouTube, ich vertraue dir da vollkommen. Deswegen also auch hier jetzt Thumbnails gemacht. Die Videos sind jetzt alle in 60 FPS statt in damaliger Form 30 FPS. Also auch da gab es eine kleine Veränderung. Overwatch ist rausgekommen. Overwatch bin ich gerade fleißig am Spielen. Das wird auf jeden Fall deutlich mehr jetzt auf dem Kanal kommen. Ich werde wahrscheinlich keine so ewig lange Let's Play-Reihe machen wie bei World of Tanks, wo ich bei mittlerweile Folge 410 bin von klassischen Let's Plays. Oder 400. Ich glaube jetzt gerade ist es 407 gewesen sogar. Sondern, aber mit anderen, ich habe ja noch Testserver-Videos und so, also es sind locker über 450, 500 Videos World of Tanks mittlerweile allein. So viel wird es auf jeden Fall bei Overwatch nicht, aber ich habe mal so, ich will so ein bisschen wieder, ja, so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Weil klar, ich mache World of Tanks, ich mache World of Warships, ich mache Armored Warfare, aber es ist im Prinzip alles so ein gleiches Grundkonstrukt. Ich habe damals mit Battlefield und Assassin's Creed und so noch Spiele gehabt, wo ich gesagt habe, ja, die waren abwechslungsreich, die haben den Kanal so ein bisschen belebt. Das habe ich jetzt nicht mehr so. Deswegen will ich so vielleicht so Mini-Let's Plays machen, so kleine Mini-Reihen, wie jetzt Overwatch. Es gab ein Angezockt, es gibt eine Folge, eine erste Folge Let's Play und es werden auf jeden Fall noch mehr. Keine Ahnung, wie viel es am Ende werden, 10, 20, 30, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall so ein bisschen was und einfach so, ja, wieder Farbe in den Kanal zu bringen. Das ist auch sowas, was ich machen will. Ich wippe ein bisschen viel. Sorry. Das ist immer, wenn ich so ein bisschen nervös, angespannt, aufgeregt, nachdenklich bin, dann versuche ich da, ja, das auch zu gleichen damit. Auch Ms und N und A kommt auch viel. Ich versuche aber darauf zu achten, dass ich einigermaßen M-frei bin. Jetzt ohne M. Ohne den. So, ja, was habe ich dann noch zu sagen? Thumbnails habe ich gemacht, Videoqualität stimmt, 2 Videos am Tag werden es auch weiterhin bleiben, also ich will auf jeden Fall ein World of Tanks Video jeden Tag, ob es dann World of Warships, Armored Warfare, Overwatch oder noch ein anderes Spiel kommt, das variiert, das changiert dann so ein bisschen, aber die Basis bleibt ganz klar bei World of Tanks einmal am Tag, immer 9 Uhr in der Früh, in der Regel release ich das und ja, das wisst ihr ja mittlerweile auch, deutscher Stahl und so.
Ansonsten würde ich sagen, kann ich sogar dieses kleine Vlog hier beenden. Ihr wisst wieder so ein bisschen mehr, was bei mir passiert ist. Das ist übrigens meine Couch hier. Geil. Mit Fett kann ich hier so Fett lümmeln. Also meine Beine, seht ihr nicht, die werden nämlich Jogging behust. Das ist mein Arbeitshemd. Ja, von dem her, wie gesagt, postet mir mal jetzt eure Kommentare mit Fragen an mich. Die werde ich dann äußerst schnell versuchen, dann im nächsten Video, vielleicht aber auch im übernächsten, zu beantworten. Sagt mir aber auch, was ihr davon haltet, dass ich jetzt so ein bisschen mehr wieder auch mit Vlogs arbeiten will und andere Spiele bringen, weil ohne euer Feedback bin ich nichts. Also ich gehe jetzt gerade auf die 10.000 Abonnenten zu. Das ist sensationell. Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn diese Marke fällt. Ich weiß auch nicht, was ich dann machen soll. Auch darüber könnt ihr mir Vorschläge natürlich mal posten. Ihr könnt also von dem her mal Fragen und Vorschläge für die 10.000er Video posten. 10.000er Video fände ich übrigens als World of Tanks Video. Ja, ich finde, es muss irgendwas Besonderes sein. Vielleicht wird auch das bei 10.000 Abonnenten dann den Frag den Karamba. Ich weiß es nicht. Wäre aber auch eine geile Idee. Vielleicht mache ich das dann so, dass ich bei 10.000 Abonnenten das Frag den Karamba Video drehe. Ja, wäre auch zum Beispiel eine Idee. Mit den Vlogs mache ich weiter. Ich hoffe, euch gefällt es, dass ich so bin, wie ich bin. Nachdem ich ja in einer kleinen Facebook, ich will es nicht sagen Diskussion, aber in einem kleinen Facebook Lustigkeitsmoment als Kommerz bezeichnet worden bin, weil ich ja Anzugträger bin. Ja, Anzugträger ist reiner Kommerz. Ja, ich hoffe, die meisten kommt meine Art gut an. Ich bin, wie ich bin, ich verstell mich nicht. Bei manchen ecke ich deswegen auch stark an. Manche kämpfen damit und ja, andere leben einfach und mögen mich so, wie ich bin. So, vielen Dank, dass ihr jetzt gerade zugeschaut habt bei diesem dann doch eher wieder ungewöhnlichen Video, aber wie gesagt, so ein bisschen Vlog muss sein. Und ich freue mich, schön, dass ihr nach wie vor immer dabei seid und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Andi, aka Aikaramba. Ciao, ciao.